Ach, wegen Portal. Jetzt könnte ich sagen, guck's auf YouTube. Also da sind alle drei, Portal 2 und Portal 1 und Portal 2 im Koop, das ist eigentlich fast alles da. Büro des Colonels, dann gehen wir mal dahin, gehe zu. Aber Porter ist wirklich klasse. Der Humor und auch die Story drumherum, was sich da Wolf ausgedacht hat, ist wirklich genial. The Colonel was my mentor in the detective biz. When I was a young, idealistic crime fighter, I didn't understand some of the Colonel's unethical PI methods. I reported the Colonel to the PI licensing board and his license was temporarily revoked. In the years since, I've come to understand and even occasionally use the Colonel's questionable methods, but we've never made up. I haven't seen the Colonel's office since we fell out 15 years ago. From the look of the exterior, the Colonel's kept it up nicely. I knock on the door and it swings open. The place is trashed. Oha. Ah. Das eitert schlecht raus. Oh. I guess I'm gonna have to put off that trip to the Caribbean. Maybe permanently. My God. What happened? Who did this to you? A chameleon. He's some kind of shapeshifter. I swear he's the devil himself. What did he want? Why did he attack you? Oh, he thought I had it. When he found out I didn't, he tried to torture me into telling him where it was. Yeah, he got impatient, stuck a knife in my chest. I must have passed out. I didn't get enough sleep last night. What was he looking for? The winter chip. The cult wants it. They're planning a doomsday party. They're afraid whoever's got the chip might stop them. Ja, schnell ein Pflaster holen. You're gonna have to find it and get it to Capricorn. Yeah, they know what to do with it. But I don't know where to look. You gotta give me some help. There's no time. There's a disc by the bookcase. The diskette. On that winter chip. Don't fail me, Tex. I hope to God you've learned something after all these years. I fly the colonel to the hospital and the attendants rush him into surgery but won't tell me what his chances are. I know I should go and search the colonel's office for the disc he referred to, but I'm having a hard time keeping my eyelids popped open. I decide to go back to my office for a couple of hours of shut-eye. As I open the door, I catch a whiff of expensive perfume, then feel my jaw slam into a brick wall. When my vision clears, I'm seated across from a beautiful Oriental woman, with matching goons on either side of me. Good evening, Mr. Murphy. Oh, wer ist das? Please, have a seat. Die ist neu. Wer ist das? Gut, mich durchaus hast aufgebracht und gekränkt, beleidigt, trotz allem. Okay, aber erstmal zu dir, Timo. Worum geht es eigentlich bei dem momentanen Spiel? Also, momentanes Spiel steht, glaube ich, da. Ne? Ist Tex Murphy und Under a Killing Moon heißt das Spiel. Das ist der dritte Fall von Tex Murphy. Kam, glaube ich, oh Gott, 94, 95, 96, 96, glaube ich, raus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Spielt vor dem Spiel, was ich davor von Tex Murphy gespielt habe, Pandora-Direktive. Hier geht es darum, dass wir eigentlich, wir hatten eine super Zeit, jetzt sind wir auf einem abstrebenden Ast gewesen, ne? Wir haben ein paar super Fälle vorher gehabt, aber jetzt keine Geld, keine Kohle, keine Ahnung, wie es weitergehen soll, haben uns eigentlich nur umsehen wollen nach einem neuen Job und sind jetzt mehr oder weniger in einen mysteriösen Diebstahl-Komplott, keine Ahnung, reingelaufen. Also letztendlich haben wir so ein paar Kleinaufträge gemacht und haben dann eine von einer Gräfin, die Gräfin Rignier hat uns einen Auftrag gegeben, wir sollen nach einem Glasvogel suchen, den wir auch geklaut haben. Der gehört angeblich ihr und bevor wir ihr den übergeben konnten, wollten, wurden wir niedergeschlagen und es wurde alles geklaut. Es gibt einen, hat man in einer Sequenz gesehen, der seine Form verändern kann. Das war jetzt das, was gerade der Körner gesagt hat, der Shapeshifter. Wahrscheinlich auch Mutant, der im Auftrag von Boss einer Sekte, einer Weltuntergangssekte aktiv ist und irgendwas ist mit diesem Glasvogel da ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, sie gehört irgendwie zu dem Unterwelt-Trupp, die wir ausgefragt haben, um eben halt auf die Spur von dem Glasvogel zu kommen hier. Gutmütig, beleidigend trotz allem, ist das aufgebracht und gekränkt. Ach, gutmütig.
Gee, thanks. Ah. My dogs are really tired. Yes, you've been very busy, haven't you? Let me introduce myself. My name Lisbeth. Ah, das ist Eddie Ching. Okay, das dummerle Spielen, der Wunsch als Vater des Gedankens, höflicher Bluff. Well, I don't believe I've had the pleasure, Miss Ching. That's not totally true, is it? You've had the pleasure of visiting my apartment. Oh ja, stimmt, da waren wir. I have learned that you were hired to steal a statuette for my apartment. I admire the skill you display in doing so, but I must now ask you to return the bird to me. Wir haben den nicht. Jammerlappen, ungehobelter Kerl, harter Kerl. Ich glaube, bei harter Kerl sterben wir. Life is hard, Ching. I was hired to return the statuette to its rightful owner. Unfortunately, someone stole it from me before I could return it to her. It's gone? You imbecile! Have you no idea what you've done? You were set up. The person who hired you belongs to a group so powerful, they may hold the fate of the world in their hands. The statuette is worthless, except to this cult. And I went to great lengths to keep it from them. Oops. And all it took was one idiotic PI to give these fanatics the talisman they need to lose the demons of hell upon the earth. Oops. Okay, sie hatte, also die Gräfin Renier, falls sie überhaupt die Gräfin Renier ist, die hatte uns nämlich über $10,000 angeboten für die Statue. Deswegen war es natürlich, sie hat beteuert, dass es ihr Vogel gewesen, ne? Skeptisch, beschämt, verletzlich. Beschämt, verletzlich. Wir sind beschämt. I'm sorry, who knew? Au. Au. You obviously don't understand what I'm saying. With the statuette, the cult will fulfill its prophecies, unleashing an unimaginable flood of destruction. The prophecy is supposed to be fulfilled in 6 days. If the statuette is not recovered before then, nothing will matter. We'll all be dead. Ohne Rücksicht auf die Folgen, gelangweilt, neugierig. You seem to know a lot about this cult and were able to get the statuette in the first place. Why don't you send some of your goons out and clear up the problem? The cult knows about me. They tried several times to steal the statuette once they learned I had it. They will not allow me or my operatives to obstruct their plans. You, however, they do not consider to be a threat. Na toll. The cult is behind the crusade for genetic purity. Ah. I don't know any more than what I've told you, except for the identity of the man who set you up. He is known as the Chameleon. If you can find him, you will be within reach of the statuette. You should realize that your blunder makes you responsible for 10 billion lives. Hope for your own sake that you can succeed where more powerful people cannot. Let this be a reminder to you not to repeat your mistakes. If you fail, I will see you in hell. Nein! So, did he have the chip or not? I never found out. My usual methods of persuasion weren't working, so I had to get a little more forceful. Next thing I know, his lights go out. I think I killed him. Dead men don't help us. We've got to find out about that chip. If the Colonel didn't have the chip, then he probably sent it to Murphy. Stick around and keep tabs on him until the last second. But don't kill him. If the chip doesn't show up, make sure Murphy doesn't blunder into our path. If you find the chip, destroy it. Then you can do what you want. Okay, der Chip ist also wichtig, gegen die Sekte zu agieren. Oh, der nächste Tag. Was steht da? Ein Code? Was ist denn der Toad? Und eine Ladung von Zigaretten. Was ist ein Toad? Ist jedenfalls kein Pilz. Das ist ein Toad. Maybe I need a career change. 2 days in a row waking up in a semi-conscious stupor is enough for anybody. My nose is so sore, my eyes water when I inhale, and all my front teeth shift slightly when I exhale. On top of all this, I found out that the world population could be annihilated because of me. That's just too much guilt to heap on a guy at this hour of the morning. Looks like I'm on my own. I'll need to find that disc the Colonel referred to.
And what about that Countess? Was she on the level or was she just feeding me a line? Ich glaube, letzteres. So, erstmal speichern. Neuer Tag, neues Glück. Ich denke mal, es ist naheliegend, wo wir jetzt hingehen. So, hat sich irgendwas verändert in unserem Büro? Nein. Es gibt doch keine Post. So, wir reden erstmal mit Chelsea. Chelsea weiß Rat. What's going on, Tex? Eigentlich müsste sie fragen, warum wir so scheiße aussehen. Wish I could help you there, Tex. Na. Okay, da ist nichts, weil Eddie Ching. Look, I don't discuss that name, and neither should you. Oh, schade. Keep breathing. Okay, pass auf, wir reisen mal. Zur Gräfin können wir auch wieder? Warte mal. Was ist mit dem Bild? Warum sieht es so komisch aus? Okay, there's something wrong with this picture. When I was here before, the place looked like a palace. Now it looks like the aftermath of an IRS auction. Somebody wanted me to believe the person I talked to was a real countess. Now I can see I've been played for a sucker. But who set me up and why? Sitzt da oben Vogel drinne? Well, there's a bald eagle perched on the chandelier. Man. Now that the animal rights lobby is huge, bald eagles are everywhere. They're worse than pigeons. Front door was open when I got here. The eagle must have flown in. Looks like it's got a bright cigarette case in its claws. I've heard that eagles are attracted to shiny objects. Ich dachte, es wären Elstern und nicht Adler. Hallo? Hallo? 2D-Adler? Warum wackelt der so? Der ist auf Speed, eh? So, was haben wir denn hier? Also hier war vorher mal richtig viel los. Whoever that was that met me here the other night may have set me up, but I'll bet you didn't get her cleaning deposit back. Hier ist so ein Mülleimer, da ist doch bestimmt was drin, oder? Nee. Schade. Oh. As trash cans go, this is a nice one. Searching through that fireplace could be a real pain in the ash. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Warte mal. Da liegt was. The ashtray is loaded with expensive imported cigarette butts. Teure importierte Zigaretten? Mhm. Hier ist nichts weiter. Whoever that was, it met me. Okay. Blumenpott noch umgekippt. Dann bleibt das Einzige, was da oben ist. Warte mal, was hat er gesagt? Glänzende Sachen, ja? Wir haben doch irgendwas Glänzendes, ne? Da. Mal gucken. Benutze. Geht das? Okay, so geht es auch. So, wo hat das fallen lassen? Oder haben wir es aufgesammelt? Nee, wir haben nichts auf. Da liegt es, da. Zigarettenetui. There's only one cigarette left in the case. Maybe I'll keep it around for a smoking emergency. Prüfen. Ist jetzt nichts Spezielles, würde ich mal sagen. Okay, jetzt haben wir eine Zigarette, super. Was haben wir hier noch? Hier war nichts weiter, ne? Searching through that fireplace could be a real pain in the ash. Ja, gucken wir mal noch hier nach oben. Warte, da liegt doch. Fast hätte ich was übersehen. Was ist das hier? Hey, neat. I saw a watch just like this one in my spy supply catalog. Really nice spy watches have things like built-in parachutes. Maybe there's more to this watch than meets the eye. What's this? It's a secret compartment. Ein geheimes Fach. Maybe there's more to this watch than meets the eye. What's this? It's a secret compartment. Aber da können wir nichts weiter machen, ne?
So, haben wir hier noch irgendwas anderes? Ich guck mal von oben. Nö. Nö. So, von unten noch was geguckt. Nö. Okay, dann hauen wir mal ab und reisen zum Colonel. When I get to the Colonel's office, the police are just leaving. They tell me they've combed the place and come up empty. I'm not surprised. As I step inside, I try to remember what the Colonel told me. Something about a winter chip and an emergency disc hidden somewhere in the display case. Maybe the info on the disc will tell me something about this chameleon. Okay, speichern. Die Polizei war also schon hier. Heißt es, dass der Colonel tot ist? Oder haben die nur hier was überprüft? Was haben wir denn hier? The Colonel's file cabinet. There must be some info in here. Na, dann mach mal auf. Locked. Das war sowas von klar, weil ich hier oben das Ding gesehen habe. Aber sind die anderen ja auch gelockt? Ja, okay, ist alles gelockt. Aha, da haben wir schon mal ein Safe. Ich gehe erstmal nicht weiter drauf ein. Boy, the chameleon sure was in a destructive mood. So, liegt hier irgendwas unten rum. Ein Papierkorb. I'm sure the chameleon went through this stuff and picked up anything important. Hier ist irgendwas kaputt. Well, apparently the chameleon has no appreciation for cheap ceramic art. Können wir nicht mitnehmen. Da hinten ist auch nichts drin. Was ist mit den Gegenständen? Hier kann man was bewegen. Oh. This must be the disc the Colonel mentioned. Maybe I can run it on his computer. Dass das die Polizei nicht gefunden hat? Nur die Koop-Serie gefunden? Oh, dann muss ich ja. Schade. Ich dachte, ich hätte es durch. Was ist das? Oh, nice looking dame. This must be the Colonel's squeeze. If I could track her down, maybe she could give me some more information. So, kann man sich das angucken, die nette Dame? Mal gucken. Na, stehen bleiben. Aha. Ja, okay. Ja. Upsala. So, hier sind Schubfächer. Da ist was drin. So. Was haben wir denn hier? Eine Grußkarte. Es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit nicht mehr vorbeigekommen bin. Ich ertrinke in Arbeit. Ich will noch reinen Tisch machen, bevor wir uns in die Tropen verabschieden. Ich mache es wieder gut, wenn wir erstmal da sind. Knuffe und Küsse der Colonel. Okay. Ja, ein Stück zurück und ein bisschen so, ne? Ja. Damit ich das Fach. Da ist nichts drin. Da ist nochmal was drin. Was haben wir hier? Umschlag an Melan Tod. Ach, das ist tot. Okay. San Francisco. Ist ja gleich hier um die Ecke. Da schickt er eine Post, obwohl sie in der gleichen Ortschaft. Naja, okay. So, die Lampe ist eine Lampe. Colonel's got good taste in lamps. So, was haben wir hier? Das ist der Computer, den benutzen wir gleich. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, hier können wir nichts aufmachen. Hier ist noch was. Oh, jetzt habe ich das Bild mir gar nicht angeguckt. Warte mal, können wir das wieder zurückbewegen, das Bild? Ja. Aha, interessant. So, da ist aber nichts weiter. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Das haben wir noch nicht wegbewegt. Ist da noch irgendwas hinter? Nur ein Riesenloch. Da ist noch ein, warte mal, da ist noch ein Kalender. Uns fehlt ja noch ein Schlüssel außerdem, ne? Also das ist ja auch die Frau. Well, the Colonel certainly does like his calendar spicy. So, na pass auf, dann Notfalldiskette, der CD ist das. Benutzen wir mal im Computer. That's not gonna work. Ach
Ach so, vielleicht müssen wir es anschalten. Nothing's coming up. I'll need to load up a disk before I get any information off this computer. Lass mich raten, das ist der Computer und das ist das CD-Laufwerk hier drüben. Well, that's not gonna work. Geht auch nicht. Ah, okay. MyDOS. Das ist, okay, wir laden jetzt im MyDOS. Perfekt Word-Dokument. Mhm. Perfekt. Oh, wir können lesen. Oh, das ist sogar viel zu lesen. Und der hat es an uns geschrieben. Okay, hallo Text. Für den Fall, dass mir irgendwas zustoßen sollte, habe ich vorsichtshalber diese Diskette angelegt. Darauf findest du genug Informationen, um mit dem Fall an meiner Stelle weitermachen zu können. Trotz der Probleme, die wir in der Vergangenheit miteinander hatten, kenne ich niemanden sonst, der mich ersetzen könnte. Und da du diese Zeilen jetzt liest, nehme ich an, es ist etwas schiefgegangen, also bist du jetzt dran. Du wirst vermutlich noch nie etwas von Capricorn gehört haben. Alles, was du über sie wissen musst, ist, dass es sich um eine Geheimorganisation handelt, die Gruppen bekämpft, die ihrer Ansicht nach eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen. Sie infiltrieren solche Gruppen und zersetzen sie von innen heraus. Dutzende von Sekten, Terroristengruppen und politische Ränkespiele wurden so neutralisiert, ohne dass die Öffentlichkeit überhaupt je von der Bedrohung erfuhr. Wie ich an Capricorn kam, ist unwichtig. Sagen wir einfach mal, wir haben uns gegenseitig den ein oder anderen Gefallen getan. Zuletzt habe ich geholfen, eine Gesellschaft namens Genetic Research Systems, GRS, zu unterwandern. Ich will deine Zeit nicht mit Details vergeuden. Ich wurde angeheuert, um eine verschwundene Person wiederzufinden. Und die Spur führte zu GRS. Dort fand ich heraus, dass in den Labors geheime Experimente vorgenommen wurden und dass alle leitenden Angestellten Mitglieder einer Sekte waren. Ich gab diese Information an Capricorn weiter und erfuhr, dass man bereits eine Agentin dort eingeschleust hatte. Du kennst bestimmt den Kreuzzug für genetische Reinheit und vielleicht sogar ihr religiöses Zentrum, das Mondkind. Dem äußeren Anschein nach handelt es sich dabei um einen gigantischen Satelliten im Erdorbit mit eigenen geschlossenen Biokreislauf und der Möglichkeit, Tausende von Menschen am Leben zu erhalten. Sollte das Mondkind hingegen mit Atomwaffen bestückt sein, könnte es von seiner Position aus buchstäblich die ganze Welt als Geisel nehmen. Capricorn möchte das Mondkind zerstören. Die Sekte bei der GRS steht in irgendeiner Verbindung zum Kreuzzug. Die Geheimagentin hat erfahren, dass man sie zum Mondkind bringen wollte. Daher hat Capricorn einen speziellen Computervirus entwickelt und ihnen einen Prozessorbaustein einprogrammiert, den man den Winterchip nennt. Ich habe diesen Chip dann von Capricorn zu der Agentin bei der GRS gebracht. Keine 3 Tage später wurden 2 Dutzend Capricorn-Agenten enttarnt und ermordet, das Hauptquartier der Organisation zerstört. Zweifellos waren es die dunklen, unbekannten Mächte hinter dem Kreuzzug, die so effektiv dafür gesorgt haben, dass Capricorn aufgehört hat zu existieren. Achso, oder? So rum. Die Firma GRS gibt es ebenfalls nicht mehr. Sie wurde aufgelöst. Die Geheimagentin Eva Schanzi ist verschwunden. Was ich zuletzt versucht habe und was demzufolge du jetzt tun musst, Eva zu suchen und ihr, wenn möglich, zu helfen, ihren Auftrag doch noch durchzuführen. Wenn sie auch enttarnt worden sein sollte, musst du den Winterchip finden und ihn irgendwie zum Zentralrechner des Mondkindes schaffen. In meinem Geldschrank findest du weitere Informationen, die dich vielleicht auf eine heiße Spur bringen. So, und wie kommen wir da an den Schrank ran? Da ist ein Dingsschlitz. So. This must be the safe the Colonel referred to on the emergency disk. This is a top of the line security safe and I'll need a combination to open this. Okay, und wir haben die Kombination nicht, richtig? Aber überhaupt nicht. Ich glaube, da braucht man einen Knacker, einen Safe-Knacker oder so. Da kommen wir nicht ran. Da haben wir nichts. So, und dann haben wir ein Schloss, an dem wir nichts tun können, weil wir keinen Schlüssel haben, oder? Nee. Aber wir haben, glaube ich, die Adresse gelesen hier auf dem Umschlag der Grußkarte. Wir gucken einfach mal, nachdem wir gespeichert haben, ob wir da hinkommen. Uchtala. Da. So. Genau, Melon Toads Wohnung. Das Vorschaubild gerade eben. Who are you? What do you want? Wir haben sie gerade bestimmt gestört. Schleimiger Antrag, schüchterne Vorstellung, wortkarge Vorstellung. Wir machen einen auf schüchtern. I'm a friend of a friend.
Look, if you're looking for a date, I don't do that anymore. I have a boyfriend and I'm expecting him any minute. Okay, Absichten mannhaft zugeben, tragische Nachricht überbringen, auf gemeinsamen Freund hinweisen. Look, sister, I'm an old friend of the Colonel's. I came by with some bad news and a big shoulder for you to cry on. Someone tried to murder the Colonel. I don't know if he's gonna make it. He may be dead now for all I know. The Colonel? Dead? I can't believe it! I guess we won't be going to Bermuda next week. Oh Gott, mein Gott, die ist richtig, richtig traurig gerade. Letztes Kuppel gehen über Bord, nett, freundlich und wissbegierig mit Spott zurechtweisen. B. I know this must be quite a shock, but I'm trying to find out who wanted him dead. And I could really use your help. Hold on a second. How do I know that you didn't, like, kill the Colonel? Well, he's not dead yet. Mit Logik beeindrucken, beleidigt, gute Absichten beweisen. Ach komm. I have something for you from the Colonel. Okay, let's see it. Ah, warte mal, die Grußkarte. There wasn't any money in it? Okay, I guess I can answer a few questions. Sie wollte nur sein Bestes, ne? Nur sein Bestes. Okay, sie beantwortet uns aber Fragen. Wir gehen mal durch. I'd like to help you, but I okay, kann sie nicht. Are you trying to make me feel dumb? Nein, das versuche ich natürlich nicht. I don't know about that. I'd like to help you, but I can't. Are you trying? Ich glaube, ich brauche bloß bestimmte Sachen angucken hier. Well, he was nice to me, so I was nice to him. I mean, it was fun. I feel kind of bad now, though, because he gave me this package that I wasn't supposed to open unless something happened to him, but I opened it anyway. And I was so disappointed because there was nothing in it except for this stupid key. No money, no jewels, no nothing. Ja, du solltest es ja auch nur aufmachen. Oh Gott, können wir den Schlüssel bekommen? Wo ist denn das hier? Sure, I guess you can take it. I don't even know where I'd use it. Aber ich weiß es, so. Well, I'm just a lonely girl looking for a new friend to play with. You might be fun, but you don't look like you have very much money. Mhm, okay. Chameleon? Oh, I feel so stupid. The Colonel mentioned that name a couple of times, but I thought he was saying he was getting close to getting his hands on, like, a million. Okay. I don't know about that. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Wir haben den Schlüssel, das ist das Wichtigste. Mit dem Schlüssel geht's zurück zum Colonel. Okay, wir haben den Schlüssel. Warum gibt es jetzt so eine Geräuschkulisse gerade im Hintergrund? War die vorher auch? Dieses Summen und Brummen und hast du nicht gesehen? So, Schlüssel des Colonels benutzen. Okay, nach oben, nach unten gucken. Die waren aber vorher nicht da, oder? Wow, Detective Files, Detective Dragnet, unofficial Detective. I've never figured out the Colonel's tendency toward tawdry smut. Was ist das? A small return receipt from UPEX. Apparently the Colonel sent something recently. Oh, das wäre der Hinweis gewesen mit dem Schlüssel, kann das sein? Ich habe gar nicht auf den Fußboden geguckt vorhin. Okay, so, verschlüsselte Dokumente. These documents are all in code. Hopefully the Colonel's got some sort of decoding manual around here. Es ist nur das. Nee, aber die waren doch vorher nicht da, oder? Warte mal, was ist denn das, wenn... Moment, ich... Ich gehe mal nochmal klopfen. Back again? You know, I've been thinking, I think we could like be friends.
No, I think you should stick around and talk to me for a while, because, I don't want to be lonely. Ja, die ist total traurig wegen dem Colonel, deswegen möchte sie nicht so alleine sein, ne? Alle Türen offen halten, Macho-Ablehnung, extremer Zynismus. Das versteht sie doch nicht. Nice try, sister. I'd fall for your lines if I hadn't been around the block before. In a couple of days you'd have my heart and probably several other vital organs sitting on your mantle like trophies. I feel like you know me somehow. Ask me anything you want. Gotcha. Okay, die Quittung bitte. Oh yeah, I got another dumb letter from the colonel. I mean, there were some, like, numbers and stuff written on a piece of paper inside. You can have it. I can't even understand what it is. Es erfüllt aber das typische Klischee. 571, okay, das ist ein super Code. Danke. Wir gehen nochmal ins Büro. So, dann benutzen wir mal, kombiniere Zettel mit verschlüsselten, ach so, da drüben. Nee. Nee. Müssen wir prüfen. These documents are all in code. Hopefully the colonel's got some sort of decoding manual around here. Ach, oder ist das, warte mal, ist das hier, ist das hier das Ding? Okay, das war der Code. This must be the safe the colonel referred to on the emergency disk. This is a top-of-the-line security safe and I'll need a combination to open this. Das ist ein super High-End-Safe mit einem dreistelligen Code. Codebuch. Yeah, this could be helpful in decoding the colonel's file. Okay, jetzt aber. Kombiniere Codebuch mit das. So, dann schauen wir uns das mal an hier. Prüfen. 11.4. Ich kann leider nicht scrollen hier gerade. Gucken wir mal. Mein Klient ist Paul Dubois, ein Genetiker, der an einem streng geheimen Projekt bei der GIS arbeitet. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass dieses Projekt vom Kreuzzug für genetische Reinheit finanziert wird. 8.11. Paul glaubt, dass eine geheime Sekte bei der GIS am Werk ist, die bizarre Experimente durchführt, die darauf zielen, der Sekte eine neuartige und unaufhaltsame Vernichtungswaffe in die Hände zu spielen. Er war nicht in der Lage oder nicht gewillt, mir genauere Details zu geben. Warum sollte jemand an einem genetischen Forschungszentrum eine Waffe entwickeln? 19.11. Paul hat mir eine Liste der Angestellten gegeben, die in letzter Zeit aus der Firma ausgeschieden sind. Die einzige, die ich davon gefunden habe, ist Elaine Moore, die ich über eine Kreditkartenverfolgung aufspüren konnte. Sie hat sich derzeit in einem Zimmer im Roadside-Motel versteckt. Sie behauptet, ihr Leben sei in Gefahr, kann mir aber keine Gründe dafür nennen. Irgendetwas spielt sich bei der GIS ab, das wichtig genug ist, um dafür zu töten. Aber was? 23.11. Mit den Informationen von Paul und Elena habe ich Kontakt mit Capricorn aufgenommen und dort erfahren, dass schon eine Agentin namens Eva Shanzi auf die GIS angesetzt ist. 29.11. Ich habe die Lieferung von Capricorn an Eva Shanzi überbracht. Gott stehe uns bei, wenn ihre Tarnung auffliegt. 6.12. Paul hat gemeldet, er habe jetzt genug Informationen gesammelt, um die Sekte auffliegen zu lassen. Er sagte, er wisse Einzelheiten über das Projekt, die Sekte und ihre Ziele und sogar wie das Mondkind in das Puzzle hineinpasse. Wir haben ein Treffen vereinbart, aber Paul ist nicht aufgetaucht. 7.12. Sowohl Paul als auch Eva sind spurlos verschwunden. Ich habe versucht, ihre Fährte zu folgen, wurde aber dauernd von einem Kerl behindert, den man das Chamäleon nennt. Meine offiziellen Kontaktleute bei Interpol sagen, er sei ein Meister der Verkleidung. Die inoffiziellen Quellen berichten außerdem, er sei ein amerikanischer Eingeborener, ein Schamane, der Gerüchten zufolge die alte Gabe der Formwandlung besitzen soll. Also die Fähigkeit, in verschiedene Gestalten zu erscheinen. Wenn das wahr sein sollte, könnte er jeder sein. Ich bin nicht mehr sicher, wem ich noch trauen kann. Und wenn das Chamäleon für die Sekte arbeitet, dann muss der Kopf an der Spitze der Organisation wirklich jemand Mächtiges sein. 8.12. GIS ist aufgelöst worden. Ist das Projekt beendet? Ist es schon zu spät? 10.12. Die Nacht hat Augen, die mir folgen. Eine Stimme in meinem Kopf treibt mich zur Eile an. Irgendjemand will mich aufhalten, aber ich habe meine Verbindungsleute bei Capricorn verloren und noch immer keine Antworten gefunden. Ich muss einen Weg finden, in das Gebäude der GIS einzudringen. Okay, ich glaube, wir haben
vielleicht einen neuen Ort. Die Frau Moore. Haben wir einen neuen Ort oder haben wir keinen neuen Ort? Roadside Motel. Wir haben einen neuen Ort. I couldn't believe it when the name Elena Moore appeared in the Colonel's decoded files. I used to date her sister a few years back. Elena was an annoying 12-year-old who had a knack for entering rooms at the wrong time. It's obvious she still recognizes me when she opens the motel room door. So you're little Allie Moore, huh? Last time I saw you, you were quite a pest. And you'd just gotten your braces put on, right? Yeah, but that was quite a while ago, Tex. And I've grown up. You know, I used to have quite a crush on you. Yeah, I remember. Speaking of crushed, how's your sister? I haven't seen her since our nasty little breakup. She got married a few years ago. In fact, it was Debbie's husband who helped me get hired at GRS. It's been just over a year. Since then, I've worked as Marcus Tucker's personal secretary. He's the director of GRS. Die Jeanshosen und die Schlappen. What does GRS do specifically? They do genetic research. Gene mutations, genetic viruses, that sort of thing. It was very professional. High-tech. GRS hired only the best young scientists. But from the beginning, everything seemed really mysterious and secretive. Is that why you quit? I didn't leave until I started receiving the threatening notes. At first I didn't take them seriously, but they kept coming. I decided to get away and use my vacation time. But when I got back, someone had gone through my apartment. That's when I checked into this motel. How did the Colonel find you? I don't know. He just appeared here one day. It took him a while to convince me that I could trust him. But now, for all I know, he's dead. I'm scared, Tex. Really scared. Look, I'll do what I can to help you, but I need to know everything. Why do you think someone at GRS wants you out of the way? I'm not sure. Since I was Mr. Tucker's assistant for a couple years, I had access to most of his files. Maybe someone thinks I saw something I shouldn't have. Well, since you don't work at GRS anymore, why do you think your life's in danger? The last day I came to work, I got a note that said my life was in immediate danger. When I saw that someone had broken into my apartment, I knew that I wouldn't be safe anywhere. Sounds like my next move ought to be to GRS. Can you help me get in? Yes. I still have a pass key to the main doors. You can take it, but please be careful. GRS has a 24-hour security watch. With the Colonel in the hospital, I have no one to turn to. I don't know if I should, but I'm going to trust you. I tell Elena to sit tight and wait for me till I get back. I also warn her to keep the door locked and not open it for anyone except me. Elena obviously doesn't know anything more than what she's told me. She's given me the break I need, though, a passkey to GRS. Like the Colonel, I have a feeling that GRS will provide a few answers. Das heißt, es geht zunächst zu GRS.